Herzlich willkommen zurück zu Hartkern Folge 17. Der ein oder andere mag sich jetzt fragen, Folge 17? Folge 16 war doch deine letzte. Nun ja, vielleicht sollte ich euch jetzt erst einmal noch erzählen, was so nach meinem Tod geschehen ist. Warte, weil hier, Champ, ich stelle deinen Tod mal kurz nach. Deinen Tod. Hüpf einfach runter. Ah, Champ, ich kann dich hören. Ja, ich kann ja also, als Geist jetzt sprechen. Ah ja, sehr schön. Guck mal, ich stelle das, damit, weil du es ja nicht im Video hast, kannst du das dann einfach, können wir das quasi nachstellen. Ja. So, damit du dann quasi tun kannst. So, ich imitiere dich einfach gut. Ja, aber ey, das war so gut. Ich bin einfach. Einfach die Treppe hochgelaufen. Ohne was zu machen. Einfach da hochgelaufen. So. Und runtergehüpft. Ja, einfach so. Das war so gut. Das war so geil. Gut. Der Witz, ey. Ich bin halt auch und schon runtergefallen. Und da hab ich geguckt und hab gesehen, dass ich kurz vorher meine Dingsbums. Kurz vorher habe ich meine Aufnahme ausgemacht. Und ich bin hier dann einfach runtergehüpft. Ja, einfach hier so lalalala. Ja, genau, und dann runter. Da bin ich gefallen, hab mir gedacht, Moment, das bringt mich jetzt um. Und aber leider, ja, es gibt keine Aufnahme von meinem Tod. Das ja, wie dumm. Schade. Aber, also, was machst du denn da oben? Ich bin die ganze Zeit bloß sinnlos rumgelaufen und rumgelaufen. Ja, aber warum läufst du denn da oben rum? Weil, keine Ahnung. Da hat irgendwas gequatscht. Da hab ich mir gedacht, ach, dann laufe ich halt einfach weg. Und dann bin ich da oben runtergefallen. Aber ganz ehrlich, so wie du das baust, ne? Ja, ich hab doch. Ja, ich weiß. Nein, aber ich bin doch einfach nicht davon ausgegangen, dass da oben einer rumtourt. Nee, aber man sieht ehrlich, jetzt laufen aus der Perspektive. Ich weiß, ich bin da auch schon runtergefallen, weil ich auch dachte, ich hätte das schon gebaut. Und ich bin jetzt einfach nur gelaufen und dann bin ich abgestürzt. Also, du hast mich einfach umgebracht. War eigentlich mein Plan. Ich wollte einfach hochlaufen und gucken und dann bin ich gestürzt. Oh, jetzt habe ich das Schwert voll umsonst für dich gemacht. Aber oh, das ist so, Mann, ich habe kurz vorher die Aufnahme ausgemacht, ja, aber ohne weil ich mir gedacht habe, wir machen ja gerade eh nichts. Ja. Das wäre so witzig gewesen. Jeder hätte gedacht, das war ein Suizid. Ja. Jeder hat auf Video gedacht. Das hat er mit Absicht gemacht. Aber ich sag noch, du brauchst unbedingt noch Federfallstiefel. Ich hätte lieber meine Energie in Federfallstiefel gesteckt, anstatt das scheiß Schwert. Ja, oder einfach in eine sichere Baustelle. Okay. Hey. Lauf hier, doch das nicht auf... Glaubst du an Foreshadowings? Warum? Das Bauamt. Ja, ich hab halt auch gedacht, das Bauamt hat das ja hier... Aber... Ah. Wer auch immer das Bauamt ist, ist ein richtig weiser Mensch. Nein, wer auch immer das Bauamt ist, hat einfach... Meine Güte. Du hast mich getötet. Ja, aber ich bin auch ein bisschen stolz drauf, muss gestehen. Ja, ich find's auch cool. Also ich bin froh, dass ich es getan habe. Ja. Lieber ich, Tim, ich finde es auch hervorragend, dass du quasi in deiner zukünftigen Grabstätte tatsächlich einfach schon im Mittelpunkt gestorben bist. Ich hab einfach ein Schlagloch hinterlassen. das musst du so bewahren. So bin ich eingeschlagen in die Erde. Du bist eigentlich, echt ohne Witz, du bist genau hier auch sogar beerdigt. Das ist doch passend. An dem Ort, also wer wurde jetzt von den Leuten, die hier gelebt haben, also die dort beerdigt, wo sie gestorben sind. Das kann keiner von sich behaupten. Ich habe jetzt, weißt du, ich wollte hier, wer soll denn jetzt der Bausklave sein, der hier das Zigarett mit mir fertig baut? Das ist doch alles, bin ich hier vom ganz allein. Warte, ich mach doch mal kurz jetzt eine Aufnahme. Ja, mach mal kurz eine Aufnahme. Ich entschloss mich nun also, auch nochmal die Kamera anzumachen und ein wenig aufzuzeichnen. Aventus und ich, wir diskutieren die Situation noch ein wenig aus, aber seht am besten selbst. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Ich bin gerade offscreen gestorben. Ich wurde soeben getötet und zwar durch diesen Kameraden hier. Das Hallo, ist der Kaiser Aventus. Da gerade nichts passiert ist, ich nicht vorhatte, irgendwas zu machen, habe ich gerade die Aufnahme beendet und zeige euch jetzt, was dann passierte. Aventus hat hier gebaut. Ich bin hier oben gelaufen und habe mir gedacht, naja, ich laufe jetzt einfach so diese Treppe hoch. Und ich lief und lief und lief und lief. Und hier, wo jetzt Erde ist, war noch nichts. Und bin einfach hier abgestürzt und hier erbärmlich aufgeschlagen und war tot. Also ich bin am Zikkurat gestorben und Aventus hat mich getötet. Also offiziell Kill-List. Genau, Kill geht auf Aventus, ich habe einen Assist.
Genau, du hast eine. Ich hab du hast noch eine, das ist gerade noch so vor deinem Tod abgestaubt, den Assist. Ja. War, ja. Beinahe wäre es ein KS gewesen, aber ich habe den Assist doch noch verdient. Oh Mann, ey, jetzt bin ich echt an dem Ding gestorben. Ja, ohne Witz, wir haben vor allem auch schon Witz drüber gemacht. Ne? Ja, ja, ja. Ich hab echt, warum turnst du denn da oben rum? Dachte ich, du weißt, die gefährlichste Option. Weil ich gerade gar nichts gemacht habe. Ich war ja davor, mich auszulocken und zu sagen, ich schneide jetzt wieder Video. Ich war kurz davor. Ich bin ja auch, wie gesagt, auch genauso die Treppe hochgelaufen wie du. Also genauso. Ja. Exakt, also ich kann mir es vorstellen. Ich weiß ganz genau, wie du da hochgelaufen bist, weil ich genau das gleiche gemacht habe. Und dachte dann noch so, ah ja, machst du da ein bisschen was dran? Ah, nee, und später, ich mach's ja noch weiter. Und dann, die habe ich auch heute erst gebaut. Ja, ich kannte das ja auch noch nicht. Deswegen bin ich ja da hochgelaufen. Naja, so ist es halt. Ich werde hier. Aber es ist, wenn man halt einen Tempel hoch zum Himmel bauen will, dann fällt man auch tief, ne? Ja. Ach, ich ärgere mich jetzt nicht darüber. Hätte nicht sein müssen. Aber nee, war ist auch so ein bisschen cool, unnötig. Weil ist auch witzig. Also ist auch. Naja, ich hätte es ja auch anders nicht überlebt. Höchstens mit verzauberten Schuhen, weil Totems hätte ich nicht genommen. Ja, wisst ihr, wenn du Totem gehandelt hättest, jetzt wegen sowas Dummes halt nicht. Ja, genau, aber genau deshalb soll es keine Totems geben. Und ja, das Coole ist. Ist jetzt, wer führt jetzt hier das Totem-Gesetz ein, wenn du nicht mehr da bist? Naja, gut. Eingeführt ist es schon. Die Abstimmung findet statt. Ich kann es nur nicht mehr auswerten. Da frage ich halt jemanden, ob er das übernimmt oder ob jemand den Kampf für mich übernimmt. Also ich bin ja immer noch, also weißt du, ich finde den Kampf, der sollte halt anders geführt werden. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir die Totems halt alle für uns beanspruchen. Naja. Also die anderen können sterben, ich will leben, so noch, weißt du? Schreib's rein. Weißt du, was cool ist? Ja. Ich kann nicht mehr sterben. Stimmt. Das ist das Gleiche, was tot ist, kann ich mehr sterben. Das ist tatsächlich wahr. Ja. Ich meine, du sagst selten die Wahrheit, aber jetzt gerade im Moment hast du den Nagel quasi auf den Kopf getroffen. Ja, ja. So wie Sophie vorhin der Boden deinen Kopf getroffen hat. Ah, du bist so dumm, ne? Ich ärgere mich halt jetzt. Weil ich was kann ich denn dafür? Einfach, ich bin nee, einfach ich die Treppe. Nee, ich ärgere mich halt einfach, weil wenn ich da einen blöden, vielleicht eine Slap dran gesetzt hätte. Wenn ich da, oh Mann, ein Block, um das man wenigstens, man hatte ja auch keine Chance, bei dieser Treppe zu realisieren, dass man da unten fallen kann. So geil ist das, ich bin halt wirklich schuld. Ja, und vor allen Dingen das Schild war so ein Foreshadowing. Ja, vom aber Bauamt. Steht ja unten ja auch, dass die Baustelle nicht abgesichert ist. Ich meine, ja. Eigentlich, also du bist auch schuld. Ja, aber ich bin ja nicht die Treppe hochgekommen. Ich bin ja am Schild vorbei, hier über die Gerüste hochgeklettert. Und da stand nirgendwo Betreten der Baustelle verboten, Elternhaften für ihre Kinder. Das stand da nicht. Das steht nur da vorne bei der Treppe und da bin ich ja nicht hoch. Und sag mal, wenn du auf der Straße ein Gerüst siehst, kletterst du da auch einfach hoch und fällst vom Dach und beschwerst dich dann, dass da kein Schild war, dass du nicht hochklettern darfst. Ah. Hat der Chat mich wenigstens ausgelacht? Ja, absolut. Geil. Och Mann, mich ärgert es nur, dass ich es nicht auf Video habe. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen ärgert. Das ist echt dumm. Wie dumm Alter. Weil das andere ist für mich fein. Das passiert. Genau so soll das Projekt sein. Das ist eigentlich. Du wolltest ja auch genauso ab. Genau, mein Tod ist eigentlich total symbolisch genau so für den Kampf, den ich führe gegen die Totems. Ist es das? Ja. Du bist quasi jetzt als Märtyrer gestorben. Clever. Richtig, richtig. Clever, wow. Ja, als Viertürer. Du bist so ein richtiger Hänger, du bist eher so als Doppelachser gespart. Ja, aber Fünftürer, wenn ich will. Ja gut, das Gequatsche wird zumindest jetzt in diesem Projekt vorbei sein, aber vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal was Ähnliches. Ja, das wäre schön. Ich verspreche dir, ich setze auch mehr Warnschilder hin oder mach die Baustellen sicherer. Ich hab erst Gertrud verloren und jetzt auch dich, es ist einfach... Komm, Gertrud war um einiges schlimmer. Nein, warte, Gertrud war um einiges schlimmer. Ja, absolut, Gertrud war, da war ich auch schuld. Ich bin einfach schlecht für alle meine Umweltmenschen, Leute, tun. Könntest du bitte die Erde da oben wieder wegmachen? Nur falls irgendjemand hierher kommt. Das wäre eigentlich sauwitzig. Nein, einfach nur, weil dann kommt jeder und sagt, das ist doch Erde. Weil die Leute wollen bestimmt sehen, wo ich runtergekommen bin. Ey, das wird eine Pilgerstätte.
Jeder Champist muss einmal hierher pilgern und den Krater des Todes sehen. Du musst hier oben irgendwas freilassen und jeder kann den Krater beobachten von hier oben, in den ich reingestürzt bin. Du bist halt vor allem auch echt in den Krater gestürzt. Ja, das musst du mir versprechen. Dass jeder in den Krater schauen kann. Mal gucken. Von hier oben. Doch, das ist eine Pilgerstätte. Das muss eine Pilgerstätte. Ich finde, der Krater sollte eher in so eine, ich finde, da sollten wirklich nur treue Anhänger reinkommen können. Oder man wird um den Krater herum beerdigt. Alle um den heiligen Krater. Ja, es ist ein bisschen stört, dass der Krater nicht ganz mittig ist. Kannst du bitte die Erde wegmachen? Ich will das irgendwie... Kann die Erde... komplett weg. Komplett weg. Auch das weg. Auch das da drunter jetzt. Ich wollte nur den Bauern. Und wenn irgendjemand da hochläuft, um zu gucken und knallt da auch runter, dann hat er selbst Schuld. Nur, dass die Person Totem tragen wird. Ach so, ja, das wäre möglich. Ja. Ja, egal, ist ein Totem weg. Und dann hat der Champismus wieder einen Totem mehr geholt. Nachdem Aventus in seinem Stream mitgeteilt wurde, dass man meine Lagerfeuergeschichte vermissen wird, fing er einfach an, selbst eine Geschichte zu erzählen. Was, meine Kinder trauern schon über die Lagerfeuergeschichten? Ja, das ist echt traurig. Aber ich kann auch Lagerfeuergeschichte erzählen. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte vom Champ. Champ war einst ein junger, fröhlicher Mensch. Er stapfte hin, er stapfte her. Sein Leben war überhaupt nicht schwer. Er war quasi wie Hans Guck in die Luft, nur noch dämlicher. Und so kam es, dass eines Tages der gute Champ, verwickelt in einem Gespräch, nicht wusste, was er tat. Er lief hinauf, er lief hinunter. Der Champ, der war putzmunter. Und plötzlich versah der Champ sich und sah den Abgrund der Treppe nicht. Er stürzte ab und er war tot, bis dabei ins harte Brot. Der Champ, der ist nun mal nicht mehr. Dafür hat er es jetzt nicht mehr schwer. So. Um alles komplett zu machen, zeige ich euch jetzt auch noch den Tod von Aventus. Denn auch er ist kurz nach mir ausgeschieden. Da will jemand ganz, geht mal ganz horny auf die Leinwand. Oh, das ist natürlich gut. Oh nein, was machst du? Aber das Wasser war gut. Können wir eigentlich einfach ins Wasser... Aua! Oh, die Enderperle kommt nicht an. Das Wasser hast du doch... Ich dacte, ich hab den Kacktrank noch! Warum war der Trank denn nicht mehr da? Ja, ich weiß nicht, ob ich den schaffen kann, mich zu retten. Warte mal. Shit. Scheiße. Warum war der Trank denn nicht mehr da? Scheiße. Ja, ist jetzt schwierig, ne? Ich bin noch nicht tot, theoretisch. Wenn die Wasser runterlassen, alles gut. Warst du über 0? Warst du über der Höhe 0, Aventus? Schreib mir bitte mal. Wenn er unter 0 ist, dann ist... Ja, wenn du unter 0 warst, dann Celavi. Okay, Leute, wir probieren es jetzt gerade. Ich mache mir hier den Stine-Chat mit aus und hier mal meine Musik an, dass ich wenigstens... Das wäre natürlich echt traurig, ne? Nein, es war... Ja. Ja, es war unter 0. Ich war unter 0. Das ist halt. Ist halt einfach kacke gewesen jetzt hier von mir. Oh shit. Muss ich mal zu ihr telefonieren? Ah, wie dumm. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Alter, es tut mir so leid, ne? Mein Trank ist einfach ausgelaufen, als ich gerade rüberschweben wollte. Ah, wie kacke bin ich denn bitte? Ich hasse mich. Wie ist dein Trank ausgelaufen? Ja, der hält ja nur 4 Minuten. Ach so. Und ich dachte, ja, ich habe mein... Warst du beim Auslocken unter 0, oder? Ich war beim Auslocken unter 0.
Es tut mir so leid. Ich habe das Drachenei jetzt auch einfach mit dem Tod. Kriegt man eigentlich ein zweites Drachenei, wenn man nochmal tötet? Ich weiß es nicht. Nein. Ah, nee, warte, kriegt man nicht. Ja, aber es ist mal gut. Das Gute ist, dann streitet sich niemand ums Drachenei. Problem ist damit gelöst. Ich kann dann noch welche suchen. Darf ich die mal halten? Jawohl. Shit, Alter. Ja gut, ich geh mal die anderen, glaube ich, mal kurz besuchen, gucken, was die so machen. Also es tut mir wirklich leid, es war einfach nur pure Dummheit von mir. Pure Dummheit. Da aber trotzdem die Örschiffe. Wir werden dich in Ehren halten. Vielen Dank für den Versuch, mich zu retten. Danke. Halt mal so, ja, warte. Jetzt guckst du mich an. Moin. Ja, ich sehe nix. Nee, also es war so dumm. Warum bin ich so kacke? Also es war wirklich einfach nur, ach ja, ich gleite, ich meine, mein Plan war gut, ich wollte einfach ins Wasser gleiten, hochschwimmen, aber der Trank war einfach eher. Wie dumm. Ja, ich glaube, das Wasser war auch noch nicht ganz unten. Nee, das hätte. Ja, nee, ganz unten nicht. Nee, ganz unten was nicht. Ja. Nee, aber wenn ich geglitten wäre, wollte da so richtig stilvoll, weißt du, so. Aber naja, gut. Dann Hochmut kommt vor dem Fall, oder wie? Ja, absolut, vor dem Fall, absolut. Nun gut, aber das ist jetzt halt so, wie es ist, ne? Kann man nicht ändern. Ja, ist halt so, wie es ist. Oh no. Jetzt muss ich einen Totenkopf vor deinen Namen machen. Ja, und ich muss Kalli sagen, dass ich mein Gebäude fertig bauen muss. Ja. Das auch. Oh Mann. Na gut, dann ich geh mal die, guck mal, wo die anderen sind. Wir werden dich in Ehren halten. Kommst du mit in die End-City? Ja. Ich bin's. Der Trottel, der gestorben ist. Hallöchen. Ich hatte schon Angst um dich. Hallöchen. Aventus, ne? Hi. Ach, Hallöchen, ja, das ist natürlich eine ganz andere Sicht. Ich hab gesagt, ich übernehme dein Bauprojekt, Mann, das hab ich getan. Ja, ja, ich wollte ich bin vorbeigekommen, dir zu sagen, du bist mir was schuldig. Ich dachte, du stirbst nicht. Und jetzt mal ehrlich. Wenn Aventus nicht absolut selbstverschuldet ausgeschieden ist, dann weiß ich auch nicht. Das war doch dämlicher als mein Tod. Da sind wir uns einig. Naja, das war's mit Folge 17. Und in der letzten und 18. Folge habe ich noch einen kleinen Rundflug auf dem Server für euch parat, in dem wir uns alles nochmal anschauen. Ich hoffe, ihr seid auch dann nochmal dabei. Ich werde dann noch ein Fazit zum Projekt ziehen. Und ich freue mich auf euch. Wir sehen uns im nächsten Video.